Aber wie war das jetzt mit dem Schreiben? Du hast ja viele Filme gemacht, aber du schreibst ja auch. Hast du schon ein Buch, haben wir sowieso geschrieben. Und jetzt haben wir auch viele Geschichten, die wir später noch hören werden. Aber wie kamst du dazu? Ja, das mit dem Schreiben, habe ich ja schon gesagt. In Angola war es einfach nichts los, dass man deine Geschichten aufschreiben konnte. Und eines Tages bin ich mit einer Freundin von Maputo zum Krügerpark gefahren. Das ist 100 Kilometer. Haben wir oft gemacht am Wochenende. Und dann sagte sie zu mir, ja, was willst du noch machen in deinem Leben? Ich war geschockt. Wie, was? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich schreibe Geschichten. War ganz verschämt und so. Und dann sagte sie, mach was draus. Ich traue mich doch gar nicht. Zum ersten Mal was gesagt. Und dann habe ich mich aber angefangen, ein kleines Studium zu machen, wie man Geschichten schreibt. Und daraus ist dann was geworden. Dieses Buch, daraus lesen wir gleich vor. Das kann man heute auch erwerben zum Preis, zum guten Preis von 12 Euro. Nur heute. Und Luitgard wird es später auch gerne signieren. Die Luitgard macht eine kleine Pause und atmet tief ein. Und jetzt lassen wir den Günther eine Geschichte von Luitgard lesen. 10 Stockwerke und kein Ende. Danach erst können wir es beurteilen, war meine Devise. Dieser Urlaub war wirklich sehr schön, kann ich jetzt bestätigen. Unser Ferienschiff hatte nur 10 Stockwerke. Mit ungefähr 2000 Menschen. Aber das war wirklich sehr gut verteilt. Auf jedem Stockwerk nur 200 und das in 2 Gängen. Mehrere Restaurants und Pools standen zur Verfügung. Meine Frau Simone wollte schon immer mit einem Schiff unterwegs sein. Seit unserem 10. Hochzeitstag schwärmte sie davon. Damals war das nur für sehr Reiche. Jetzt geht es auch für uns. Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung als Bürofachfrau des Ordnungsamtes. Strafzettel und Hundebesitzer bei Ordnungswidrigkeiten bestrafen. Das war ihr Alltag. In einem reinen Frauenteam war sie die Jüngste. Und auch die Adretteste. Blonde, kurze Sturmhaare, leicht angebräunten Teint, sehr lange schlanke Glieder, etwas sportlich. Muskeln, wie man sie eben durch die Muckibudenbesuche bekommt. Für mehr Sport reichte die Zeit mit den beiden Kindern, jetzt Jugendlichen, nicht. Holger, sagte sie öfter, wenn die Kinder erstmal größer sind, machen wir das. So ein Schiff ist Freiheit. Man schläft im Urlaub immer im gleichen Bett, kann aber alles rund um das Mittelmeer anschauen. Überall aussteigen und eine Latte Macchiato trinken. Sonne und Strand überall. Ach, wie herrlich. Findest du dich auch, Schatzibär? Ich, also Holger, fand das nicht so anziehend. Würde lieber mit ihr auf dem Motorrad über die Alpen, durch die herrlichen Kurvenstrecken rasen und danach Simones Kurven bewundern. Vielleicht ist das Motorradfahren in meinem gegenwärtigen Alter schon etwas lächerlich, wo ich bald 50 Jahre alt werde. Aber fit und schlank wie ich bin, sieht man mir mein Alter nicht an. Außerdem hat es neuerdings immer mehr Männer in fortgeschrittenem Alter auf Harley Davidson. Einfach cool, oder? Klar, antwortete ich letzten Monat auf Simones Insistieren. Habe ich dir ja versprochen. Silberhochzeit ist ja der beste Grund, oder? Wir machen das mit dem Schiff. Dann hatte sie alles für uns gebucht. Valletta auf Malta war die erste Station. Aber da ging es eigentlich gleich auf das Schiff. Caravaggio in der Kirche dort hatte jemand erwähnt. War mir unbekannt. Es gibt ja so viele Maler aus dem Mittelalter. Also kurz ein Blick auf das Programm, wie Simone das so wundervoll für uns organisiert hatte. Koje mit Aussicht, Ausflüge an Land, nahe an Häfen wie Rom. Dort brauchte man auf jeden Fall einen Reiseleiter. Man kennt sich ja nicht aus, aber Ibiza, na, da waren wir ja schon sehr oft mit den Kindern. Das bekommen wir alleine hin. Ist ja fast schon wie zu Hause. Lieblingscafés haben wir auch noch dort. Andere Orte hätte ich allerdings vergessen, aber Simone hatte das gründlich gemacht. Lissabon, Busrundfahrt, war wirklich spannend, durch die Engassen zu fahren. Die Rua Augusta machten wir dann zu Fuß. Ist ja nicht wirklich sehr weit und eben Fußgängerzone bis zum bekannten Eingangstor
Arco da Rua Augusta, Bogen der Augustastraße, am Praga do Comercio gelegen. Das habe ich ihm extra aufgeschrieben. Man vergisst solche Details schon mal. Ach, jetzt hätte ich doch bereits Sizilien nicht erwähnt. Mafia und so. Die Reiseführerin war Italienerin. Sehr hübsch und wusste viel über die Geschichte und die Mafia. Die alten Bauten aus der Griechen- und Römerzeit. Naja, musste man wohl auch mal gesehen haben. Palermo, die Hauptstadt der autonomen Region. Catania, Messina und Syrakus. Das war das Königreich bei der Sizilien. Wobei die Hauptstadt jedoch Neapel blieb. Wir waren nur in Palermo und natürlich in Taormina mit dem überwältigenden alten griechischen Amphitheater und einer herrlichen Aussicht aufs Mittelmeer. Aber der Müll in den sizilianischen Städten ist ziemlich übertrieben, stinkt und ist wirklich nicht einladend. Am Abend zurück auf dem Schiff hat man dann beim Abendessen am Tisch mit den Tischnachbarn über die Eindrücke, die Hitze und das Essen des Tages geplaudert. Viel Wein gab es. Sind ja alles Weinländer. Italien, Sizilien, Portugal und so. Unsere Nachbarn am Tisch waren um einiges älter als wir. Emma war vielleicht 70 Jahre alt, immer schick gekleidet und top geschminkt. Rote Lippen, Haare sehr nett zurechtgemacht. Am Ende der Reise schaute allerdings der Grauansatz stärker aus. Sie war ziemlich klein, eher rundlich, aber meist fröhlich. Ihr Mann Egon war der eher wortkarge Typ, schaute immer etwas irritiert aus, aber sehr höflich und altertümlich charmant zu seiner Frau. Stuhl hinschieben, Tür aufhalten, Vortritt lassen, sowas eben. Simone war zuerst sehr beeindruckt und ich sollte so wie Egon werden. Aber dann fand sie es auch albern und lästig, dieses ganze Getue. Emma erzählte leider in einer Tour von früheren Schiffsreisen und den Leuten, die sie damals getroffen haben. Da war doch ein Mann, sehr gut aussehend, huch, der flirtete sogar mit ihr. Egon sagte zwar nichts, aber ich konnte sehen, dass er ihn am liebsten verjagt hätte. Also dieser Mann, ein Herr eigentlich, war ein Graf. Und seine Frau hatte ihn in den Bankrott getrieben, ihm bei der Scheidung sogar sein Schloss weggenommen. Er tat mir wirklich leid. Jetzt konnte er sich nur diese Schiffsreise alleine leisten. Für seine neue junge Freundin war kein Geld mehr da, fuhr sie fort. Am Ende hat er uns zu echtem Champagner eingeladen, ergänzte sie. Ich war so angeheitert und habe ihn geküsst, als Egon wegschaute. Ich und der Graf, hui. Da stand Egon zornig auf, schmiss den Stuhl um und fauchte sie an. Jetzt ist aber genug mit diesen Lügen und Übertreibungen. Er war kein Graf, sondern ein Herrenausstatter bei einer Billigmarke. Das weißt du ganz genau. Außerdem war er schwul. Das hat er mir noch am Ende zugeflüstert. Der stand nämlich auf mich, du blöde Ziege. Ja, jetzt gehen wir wieder auf die Weltreisen. Ich würde Ihnen gerne zwei Geschichten aus der Türkei vorlesen, wo ich zuletzt gearbeitet habe, vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Blonde Locken. Die Stadt Gaziantep ist riesig. Man sagt, sie soll 2 Millionen Einwohner haben. Ein anderer behauptet, es sind 6 Millionen. Wäre größer als Ankara. Das ist ja Quatsch. Aber Zahlen sind ja eh unbedeutend. So sieht die Stadt eben aus. So, als ob Millionen Menschen an den gleichen Häusern wohnen. Alle leicht angeschmutzt, aber noch relativ neu. 4 bis 6 Stockwerke hoch. Nicht höher wegen der Erdbebengefahr. Die Straßen sind ziemlich bunt, allerdings nur auf der Erdgeschossebene. Ein Geschäft mit neonfarbenen Orange, Rot oder Blau, auch Grün schreit nach Aufmerksamkeit. Geschäfte für Kleidung, Handys, Schuhe. Und wieder Kleider, Handys, Schuhe. Alles ohne Ende. Nächste Kreuzung, gleiches grelles Licht. Wieder Werbeträger für Kleidung, Handys, Schuhe. Und so geht das durch das unzählige Straßen. Dazwischen gibt es Friseure und Kebab-Bars mit sehr schmalen Eingängen und billigem Ziegenleberfleisch. Köstlich. Fetttriefend und extrem ungesund.
Pistazien. Pistazien gibt es in allen erdenklichen Formen und Zubereitungsarten. Wie weiße Zuckerwatteln mit grünen Pistazien besprengelt, Tagliatelle, Kräuter und Pistazien, Eis mit Pistazien, Pistazien auf Köfte, Pistazien auf Joghurt, Pistazien auf Schokolade, Pistazien auf Fleisch, eben auf alles. Der Euphrat liegt als Rinnsal zwischen den Kleider- und Handyschuhen. Schuhgeschäften und bietet einen grau-grünen Park mit Bänken in graubraun. Aber nur Männer oder Großfamilien oder Flüchtlinge aus Syrien, Bosnien, Afghanistan, Palästina oder sonst woher. Frauen schlappen in Flipflops und billigen Socken in Körperhängern hinter ihren Männern her. Männer in abgetragenen westlichen Anzügen, graubraun wie das Winterufer des Euphrats, laufen voraus. Was wohl Alexander in dieses Tal Mesopotamiens verschlagen hat, Alexander der Große. Um die nächste Ecke an der Kreuzung sieht es genauso aus. Läden mit Leuchtreklame und Parkplätzen davor. Ich gehe am frühen Nachmittag aus dem Hotel in das erbärmlich ausgebleichte Licht der Februarsonne. Meine blonden Locken wehen um mein altes Gesicht. Ich kann es nicht fassen. Männer setzen zu anzüglichen Pfeifen an, bemerken dann aber ihren Irrtum und schauen nur noch neugierig. Es ist irgendwie erheiternd, dass blond schon attraktiv sein soll. Eine Jordanerin, eine Kollegin, eine Jordanerin erzählt mir von ihrem Friseurbesuch bei einem Türken. Sie erklärte ihm auf Arabisch, wie sie ihre roten Haare haben möchte. Als er nichts versteht, trotz der vielen arabisch sprechenden Flüchtlinge, greifen sie zum Tablet mit Übersetzerprogramm. Das kann der Friseur. Und auf Türkisch antworten. Die Frisur gelingt wie gewünscht. Wilde Strähnen an der Stirn, aufgebauschtes, grellrotes Haupthaar, hinten eher kurz. Man lacht und freut sich auf Arabisch-Türkisch. Ich will auch zu diesem Friseur, aber ich habe kein Tablet dabei. Und dann bleiben die Locken eben blond und eher klassisch um das Gesicht wehend. Das ist ein Tipp, nahe an der syrischen Grenze, so normal im unaufgeregten türkisch-kurdisch-arabischen Alltag. Noch eine kleine Geschichte auch aus Gaziantep, Flughafen. Dazu muss ich sagen, Mehrehen in der Türkei sind gesetzlich verboten. Was tatsächlich passiert, ist, dass viele Türken syrische junge Mädchen kaufen und sie als ihre Zweit-, Dritt- oder Viertfrau nehmen. Also zurück, Heirat auf Arabisch. Er war Mitte 40 und leicht angefettet, westlich gekleidet, schlappriger Anzug und Pullover drunter. Reich sah er nun wirklich nicht aus. Erste Zeichen eines leichten Geheimratsverlusts am Kopf und er schaute so auffällig neutral, dass man eigentlich gar nicht mehr wegsehen wollte. Neben ihm saß eine total verhüllte, zappelige weibliche Figur. Jeans schauten manchmal hervor und weiße, sehr weiße Turnschuhe. Sie flüsterte ihm ins Ohr und er versuchte ein unauffälliges Lächeln. Wahrscheinlich total verliebt, der Alte. Neben der Zappelfigur saß eine käsegesichtige junge Frau von höchstens 18 Jahren, die ihre Intoleranz und Eifersucht durch Neutralitätsgehabe und Gleichgültigkeit verflüchtigen lassen wollte. Sie war eher kräftig und hatte das Gesicht nicht verhüllt. Nur ein langer schwarzer Körperumhang betonte ihre Fülle. Drunter schauten beige Socken in Flipflops hervor. Dann musste das Zappelwesen auf Toilette. Offensichtlich seiner Schönheit und seiner Attraktivität bewusst, sie wurde von der Käsegesichtigen begleitet. Unmut schlappte durch die Flipflops. Offensichtlich war die Junge nicht schwanger, denn sie kam fröhlich und hüpfend
und leichtfüßig angetanzt, setzte sich wieder hin, neben dem Lieblingsmann, der kurz seinen Blick aufleuchten ließ, als sie ihm wieder was ins Ohr flüsterte. Verliebt eben. Nach Gestes und leichtfüßiger Art zu erschließen, war sie höchstens 14. Das Handy war noch neuer. Total neu. Naja, mehr Ehen machen nur gelegentlich Freude. Man wollte wohl nach Ankara oder Erzurum im hintersten Anatolien. Dann waren sie weg. Die Junge als Schwarzhüpfender floh, die andere schwergewichtig mit Trauer im Gang. Er neutral bis zum Verschwinden. Thank you.